Moin liebe Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog-Tutorial. Heute werde ich mein neues Streaming-Setup aufbauen, werde so ein bisschen erklären, was ich dabei zu beachten habe, was mir wichtig ist, was ich eventuell mir noch anschaffen werde und ihr könnt so ein bisschen dabei mich begleiten. Das hier im Hintergrund ist ja unser normales EPW-Studio. Hier übertragen wir die ESL-Meisterschaft und so weiter und so fort. Leider ist von hier aus zu streamen, wenn es nicht sowieso belegt ist, super, super schwer, weil du halt die ganze Zeit hier nach unten gucken musst. Du kannst auf dem Bildschirm nicht alles erkennen, zum Beispiel in Shootern, was extrem doof ist. Und es ist halt an für sich halt nicht zum reinen Zocken, sondern zum Kommentieren gebaut. Jetzt ist es so, dass ich meine privaten Streams normalerweise von diesem Ding hier mache. Nun seht ihr aber, das ist sehr, sehr spärlich. Es ist natürlich hier direkt irgendwie am Bett. Das heißt, da ich jetzt wieder mehr alleine streame und natürlich euch auch das bestmögliche Erlebnis bieten will, habe ich mir gedacht, ich ziehe um. Nämlich in diesen kleinen Raum. Dieser kleine Raum hier, der steht jetzt schon länger einigermaßen still. Ihr seht es, hier liegt noch ein Timo, Bettwäsche von Gästen, ein Feuerlöscher, warum auch immer, und ein paar alte PCs. Ich habe mir gedacht, das räume ich um. Modelliere das ein bisschen um mit den Hintergründen und ihr könnt mir heute dabei zuschauen, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Was ich noch bestellen muss, was ich am Ende vielleicht noch dazu hole. Ich werde euch ein bisschen die Preise nennen, was man dafür ungefähr bezahlen muss und eure Fragen dazu eventuell einfach unten in die Kommentare. Und jetzt, let's go! Am Anfang ist natürlich wichtig, erstmal irgendwie hier alles freizuräumen. Eine einzige Katastrophe. So Leute, ich habe das Setup jetzt mal testweise aufgebaut und es sieht eigentlich, muss ich sagen, echt gut aus. Ich habe jetzt zwei Bildschirme, wo ich den Stream sehe, beziehungsweise Peripherie natürlich da vorne drauf. Der PC steht da hinten. Das Ganze ist aber jetzt nur sehr, sehr notdürftig aufgebaut. Dahinter habe ich nämlich eine Softbox gegen die Wand scheinen lassen, die quasi mein Gesicht beleuchtet. Und das größte Problem, was ich hatte, war das hier. Ich habe nämlich von außen extrem viel Licht und dann sah übelst überbelichtet aus. Und dann habe ich da jetzt einfach zwei Handtücher vorgetan, die quasi das Licht ein bisschen abdämmen. Ist natürlich keine dauerhafte Lösung, da muss ich mir irgendwas wie sowas wie ein Rouleau oder eine Jalousie einfallen lassen, sonst funktioniert das halt langfristig nicht. Was ich auf jeden Fall noch haben möchte, ist ein Ringlicht anstatt der Softbox da hinten. Einfach weil es eine angenehmere Beleuchtung ist. Und ich möchte gerne den Hintergrund hier. Da ist jetzt gerade diese Glastür mit dem Weg zum Studio und hier natürlich noch eine weiße Wand. Das geht natürlich wesentlich schöner. Das Ganze hat bisher für mich keine zusätzlichen Kosten gemacht, weil ich den zweiten Bildschirm noch übrig hatte. Das ist ein ganz kleiner alter Mini-Fernseher, aber er reicht halt, um den Chat irgendwie zu sehen. Ansonsten natürlich den normalen ISO-Monitor. Die Softbox hatte ich auch noch übrig von damals mit dem Greenscreen, wo wir dann noch eine andere Beleuchtung hatten als diese normale Studio-Beleuchtung da oben, diese Leuchtstoffröhren. Dann mal schauen, wie ich besonders den Hintergrund etwas attraktiver gestalten kann für den Stream. So Leute, ich habe eine Möglichkeit gefunden, um das Ganze erstmal schöner zu gestalten, nämlich das Ding hier. Das ist eine Lampe, das habe ich mir damals auf einer Comic-Con in Dortmund gekauft. Ich glaube, Köln war das. Dahinter gibt es eine Möglichkeit, die Dinge aufzuhängen. Und das, denke ich, kommt jetzt ungefähr hier ran. Ja, das heißt, das kann man dann schön im Stream sehen und natürlich auch dann beleuchtet. So Leute, wir sind jetzt quasi zwei Tage später. Wir sind jetzt zwei Tage später. Mega kacke, Mann. Ja, immer klar. Diese verkackten Mann! Immer diese YouTuber. So, bevor die Öffentlich-Rechtlichen jetzt noch mehr Blödsinn labern. Wir haben jetzt zwei Tage später, das Setup steht. Ich habe jetzt auch schon einen Stream hinter mir. Ihr seht das Ganze ja hier gerade auch nochmal. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgerechnet, wie viel das Ganze mich eigentlich gekostet hat. Beziehungsweise was es kosten würde. Drei. Was es kosten würde, wenn man es komplett neu kaufen würde. Ihr seht auch jetzt hier die ganz professionelle Rechnung, die ich mir hier auf dem Bildschirm gemacht habe. Und am Ende bin ich auf folgende Zahl gekommen.
Das, was hier steht, ist gerade 2270 Euro wert. Der größte Teil ist natürlich der PC, der schlägt gerade mit 1000 Euro zum Buche. Der Bildschirm ist, glaube ich, das zweitgrößte Ding. Den Gaming-Bildschirm für 300 noch was Euro. Der Zweitbildschirm, der braucht natürlich nicht gerade super toll sein, da ist halt euer Chat. Da habt ihr Tippi-Stream drauf, da habt ihr OBS oder halt XSplit drauf, da habt ihr Twitch offen, damit ihr halt alles mitlesen könnt, was gerade passiert. Mikrofon ist ganz, ganz wichtig. Da werde ich mir aber noch ein neues holen, weil ich die USB-Dinger nicht mehr ganz so toll finde. Die Webcam kann ich eigentlich immer nur die Logitech 920 empfehlen. Das Ding ist halt seit 2 Jahren das Beste, was du bekommen kannst. Ich denke mal, da wird euch jeder Streamer das Gleiche sagen. Maus und Tastatur. Tastatur ist mechanisch, braucht natürlich nicht sein. Maus ist eine Logitech G502. Ich habe euch aber alles auch nochmal unten mit Amazon Affiliate Links reingepostet. Das heißt, wenn ihr euch da ein bisschen bedienen wollt, dann macht das oder aufrüsten möchtet. Den Stuhl, den habe ich gerade nicht, den ich normalerweise benutze, sondern so einen altbackenen Stuhl, den man damals benutzt hat. Nämlich der richtige Stuhl. Das ist bei den beiden. Die müssen für die Öffentlich-Rechtlichen was machen. Wir sind wichtig. Ich habe das immer mal runtergebrochen, wenn man jetzt sagt, ich nehme von allem die günstigste Alternative. Bildschirm, Maus, Tastatur, Gamingstuhl und so weiter und so fort. Und da werdet ihr dann halt keine, und auch PC, ne? Wenn ihr euch den selber zusammenbaut und günstigere Komponenten, die aber reichen, nehmt zum Stream, dann seid ihr ungefähr bei 1400 bis 1500 Euro. Softbox und sowas habe ich hier auch schon mit eingerechnet, die quasi jetzt meine Gesichtsbeleuchtung macht. Man muss trotzdem sagen, dann habt ihr natürlich auch ein Streaming-Setup, was sicher ist. Vielleicht müsst ihr den PC irgendwann nochmal aufrüsten oder sowas, aber ansonsten habt ihr ein echt gutes Ding. Ne? Also für leicht über 1000 Euro bekommt ihr schon, wenn ihr klug was macht, ne, ein richtig geiles Streaming-Setup. Habt ihr Fragen dazu, schreibt es mir einfach nach unten mal in die Kommentare, werde ich euch dementsprechend beantworten. Wie gesagt, alle Links dazu und in der Videobeschreibung, tobt euch da auch ruhig mal aus. Und bevor wir jetzt die deutsche Welle irgendwie weiter stören, ja. Was ist los? Willst du noch ein Statement am Ende raushauen? Ja, kommt auf unseren Channel, da gibt es geile Analyse und Coverage von E-Sports-Events. Ich kann kein Englisch. Das macht nichts, gibt's Untertitel. Gibt's echt Untertitel? Ja, und ja, die YouTube-Untertitel. Sind die überhaupt aktiv bei uns? Ja, aber da steht noch Scheiße drin. Das Gute ist, deine Zuschauer sind ja klüger als du, deswegen werden die wohl Englisch sprechen. Ich habe euch den Deutsche Welle E-Sports-Kanal mal unten in die Videobeschreibung reingepackt. Solltet ihr den schon abonniert haben, viel Spaß beim Deabonnieren. In dem Sinne, ne? Vergesst nicht, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und wie gesagt, alle Fragen in die Kommentare. Bis dann, euer Buddy.